Schmetterling, come on in, the lion. Come on in, we get a lion. Aber nee, aber guck mal, Fabi. Geh durchlaufen. Guck mal, diesen Tag. Dickerchen, 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 fettes Ding. Geil. Wir sind hier backstage. Wollt man ganz leise sein? Weil sonst erschreckt man die anderen Talents. Wir sind hier backstage bei The Voice of Germany und wir haben jetzt gleich die erste Probe vom Halbfinale. Da singe ich zum allerersten Mal live Play with Fire mit den anderen beiden Talents. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber Gott sei Dank habe ich Tore dabei, denn ich weiß, wo er hingehört. Ah, da bist du ja endlich. Wir wollten gerade anfangen, aber wir konnten nicht ohne dich anfangen. Jetzt können wir anfangen. Nico Santos ist da. Hier sind die anderen Talents. Ich will jetzt ganz leise sein. Die sind sehr, sehr, sehr schreckhaft. Ich bin der Rio aus Gronau. Seid immer bereit für eine Zigarre. Ja, ich nehme bitte einmal die 07 und einmal die 08 aber ohne Zwiebeln, aber bitte mit zweimal Mayo. Vielen Dank. Ich verstehe das hier nicht. Was passiert? Warum singen hier alle? Ist ja ganz schön, ist ja ganz nett hier. Aber die Musik. Aber irgendwie die Musik nervt. Die kann nix. Die kann gar nix. Die kann nix. Krasse Quiz. Ich bin schlau einfach. Ja. Du bist ja relativ schlau. Ja. Stell mal eine schlaue Frage. Was stellt man schlauen Leuten? Warum heißt Leberkäse Leberkäse? Das musst du jetzt du beantworten. Das ist ja nicht aus Leber gemacht. Nee. Keine Ahnung. Ist auch nicht aus Leber und nicht aus Käse. Nee, genau. Warum? Leber kommt von Leib, weil es ein Leib ist. Und Käse ist die Herstellung. Das wird gecast. Ja, wenn man das so klein macht, das Zeug, dann cast man das. Nein. Das ist ein gecaster Leib. Leberkäse. Ich finde, das ist ein weiser, weiser Mann. Ich sag mir so, wie ihr müsst die guten Fragen auswählen. Ja, wirklich. Ich Warum ist denn das so schwer, Mann? Ja. Ja. Ja! Ja. Endlich! Als guter The Voice Coach muss man dafür sorgen, dass seine Talente auch, also dass die Stimme auch gewärmt wird. Und mancher Coach benutzt dafür irgendwelche Stimmübungen, keine Ahnung, Gelo Revoice oder Luxvox. Ich nehme einfach nur den Valdo Biediente und sagt ihnen, die müssen das in den nächsten 5 Minuten lernen. Und dann wird's haben wir Performance. So mache ich das auch immer und seitdem klingt meine Stimme so, wie sie jetzt klingt. Woo! Ja, ich freue mich auf eure unglaublichen Performances. Ich habe euch mega doll lieb. Und jeder von euch hat es verdient. Ich war noch nie in meinem Leben so nervös wie heute Abend. In meinem ganzen Leben noch nicht. Jetzt geht's los. Das ist Halbfinale. Es wird so geil. Ich bin total aufgeregt, aber es wird geil. Er ist mega aufgeregt. Leute. Dieser wunderschöne Mann ist hier im Team Nico im Finale jetzt endlich. Das war mich überkrass. Max Rabe war noch nie im Finale ausgerechnet. Also noch mehr kann es gar nicht passen. Da knietschen sogar meine Schuhe, Frau Freundin. Genau. Max Rabe machen eine Single zusammen und eine unfassbar, unfassbar geile Version. Ich glaube, es wird richtig krass. Soll ich dir sagen, was ich dazu sagen kann? Oh. Gott. Er hat alles damit gesagt. Alles damit gesagt. Okay, let's go. Top. Geil. This is the voice of Germany.